Chirurg Alwin Burger ist auf dem Weg zu einer Patientin, die sich bei einem Sturz das Handgelenk gebrochen hat. Sie soll eigentlich heute entlassen werden. Doch dann kommt es anders. Das Gefühl ist normal? Können Sie alle Finger bewegen? Ja. Auch den Daumen? Ja. Okay, perfekt. Ja, das ist so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Ne? Gut. Winkelstabile Platte. Kann man wieder voll bewegen, sollte man aber nicht belasten. Ne? Okay. Das dauert mal mindestens 4 Wochen, bis das wirklich fest ist. Mhm. So lange muss man sich ein bisschen zurückhalten. Okay. Das heißt, sie kann auch bald raus aus dem Krankenhaus? Ich hätte sonst keine wesentlichen Bedenken. Ja, das ist schön. Ja. Das wir müssen ein bisschen gucken. Ganz kurz? Ja, natürlich. Ja, super, danke. Es tut mir leid, Sie kriegen noch Ihre Thrombosespritze von mir. Muss das sein? Ich habe doch die Strümpfe schon an. Ja, aber Sie sind noch sehr jung und Sie sollten wirklich Folgeschäden vermeiden. Das ist ganz wichtig für Sie. Sie können ja den Arzt noch mal dazu fragen. Ich kann nichts anderes sagen. Die Heparinspritze oder Thrombosespritze wird gegeben, um halt zu verhindern, dass Patienten ein Blutgerinnsel vorzugsweise im Bein entwickeln. Das kann passieren, wenn man entsprechend veranlagt ist, durch hormonelle Umstände, bei Schwangerschaft, bei Pilleneinnahme. Bei Frauen generell ist das Risiko höher. Das kann passieren, wenn man raucht, das kann passieren, wenn man übergewichtig ist. Das kann eben auch passieren, wenn man längere Zeit unbeweglich ist, also zum Beispiel im Krankenhaus liegt und operiert wird. Mach mal hier frei, darf ich? Ja? Ja. Ist nur ein kleiner Pieks. Sagen Sie mal, tut das Ihnen weh hier? Ach so, nee, das habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Ja, können Sie mal ganz warum kurz denn? Auf dem Bauch? Hier ist irgendwie. Ja, ich habe das schon ein bisschen länger. Also das ist sehr hart. Ja. Und das tut Ihnen nicht weh? Nee, Was hast denn du da? Davon hast du gar nichts erzählt. Das war Kaiserschnitt nämlich. Genau, vor 5 Jahren hatte ich einen Kaiserschnitt, aber ist auch alles gut verlaufen. Also da gab es keine Probleme oder so. Und ich habe den Knubbel jetzt halt schon so seit, ja, ich glaube, 1-2 Jahren. Was denn für ein Knubbel? Da hast du gar nichts von erzählt. Warum hast du nichts gesagt? Der ist faustgroß, ne? Habe ich den Eindruck. Faustgroß? Du sagst nichts. Nee, also deswegen war ich auch noch nicht beim Arzt, um ehrlich zu sein, weil ich halt, also ich merke es halt nicht, wenn ich jetzt Pipi mache, also ich muss halt manchmal mehrmals die Stunde. Was kann das denn sein? Oder es ist halt auch so ein bisschen unangenehm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt ja zum Arzt müsste. Also ich habe keine Schmerzen. Wenn ich brauche, tut es nicht weh. Nee, ich merke halt, dass da was ist, aber ja, keine Schmerzen. Beim Versuch, die Heparinspritze zu setzen, ist der Schwester eine Schwellung in der Bauchdecke aufgefallen oder unterhalb der Bauchdecke aufgefallen, auf die sie mich aufmerksam gemacht hat. Das war ein sehr großer Knoten, den man an der Bauchdecke tasten konnte. Ich hatte ja auch letztens mal erzählt, dass ich die Sendung gesehen habe, wo ein Arzt bei einer OP irgendwie so ein Tupfer oder ein Tuch vergessen wurde. Kann das sein? Ey, ich mache mir jetzt echt ein bisschen Gedanken, wenn du schon selber sagst, du weißt es nicht, was es sein kann. Also so große Tupfer gibt es kaum. Es gibt nichts, das es nicht gibt, aber es ist schon mehr als unwahrscheinlich. Also die Angst, dass da ein Gegenstand durch eine OP im Bauch der Patientin vergessen wurde, konnte ich eigentlich gar nicht teilen, weil ich habe das in meinem ganzen Berufsleben wirklich noch nicht einmal erlebt. Es wird doppelt gezählt, es ist gekennzeichnet, jeder weiß, was sich im Set befindet. Das ist eigentlich eine Vertrauenssache, dass die OP-Schwester das alles zählt und dass das auch stimmt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was sowas sein kann. Das kann halt sein, dass es irgendwo eine Einblutung ist von irgendeiner Thrombosespritze. Das kann sein, dass es was Entzündliches ist. Okay. Es kann natürlich auch mal irgendwas sein, was man da nicht haben will. Irgendwas, was wächst, was nicht dahin gehört. Das kann auch schon mal bösartig sein. Muss man natürlich klären. Bösartig? Wie meinen Sie jetzt bösartig? Es kann ja ein Tumor sein. Nee. Muss man klären. Oh Gott. Muss man klären. Krebstumor. Ja, weil man es eben nicht weiß, muss man es abklären. Ja, wir müssen einmal gucken im Ultraschall. Diese Patientin hat meiner Ansicht nach einen Fehler gemacht, als sie diesen Befund über Jahre ignoriert hat. Hinter einer Schwellung oder einem Knoten irgendwo am Körper kann sich immer auch mal ein bösartiger Tumor verstecken. Deswegen sollte man sowas immer abklären. Der Knoten im Bauch der Patientin ist beunruhigend groß. Zudem hat sie schon sehr viel Zeit verloren. Der Chirurg beschließt deshalb, sofort eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Und sehen Sie da irgendwas? Können Sie da irgendwie schon was entdecken? Also das ist sehr homogen. Ne? Man kann es halt sehen, es ist rundum irgendwie abgekapselt. Was heißt homogen? Dass es gleichmäßig aussieht von der Struktur. Ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwas drin ist, ne? Nach dem Motto hier flüssig, da fest oder so. Sondern es ist halt gleichmäßig von der Struktur, wie das beispielsweise bei einem Bluterguss der Fall ist oder bei einer Zyste der Fall ist, wenn die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Aber so richtig flüssig ist es nicht, dafür ist es zu weiß auf dem Bild sozusagen. Ne? Das ist aber ordentlich groß. Ne? Das hat eine Größe von, ich habe jetzt 105 mal 90 mal 80 oder 84 mm gemessen. Ne? Also schon faustgroß. Faustgroß? Okay. Ja, was in Frage kommt, wäre halt zum Beispiel ein Bluterguss. Mhm. Ja? Müssen Sie überlegen, ob Sie im Rahmen des Sturzes da vielleicht auch irgendwie irgendwo draufgeknallt sind. Nicht. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen eine Computertomographie vom Bauch.
ja, dass sie mal in die Röhre kommen, wie man so schön sagt. Da kann man es auch ein bisschen besser aufdröseln. Dann kann man vor allem eine Dichtemessung machen. Ja, da kann man anhand des, der Graustufe, die man auf dem Bild sieht, ermitteln, welche Qualität das Gewebe hat. Ne? Ob das zum Beispiel Blut ist oder ob es Muskelgewebe ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um einen Bluterguss handelt. Auch wenn die Patientin mit diesem Bluterguss schon 2-3 Jahre rumgelaufen ist, ohne Probleme zu bekommen, ist es so, dass unter der Maßgabe oder unter der Vorstellung, dass es ein Bluterguss ist, wir annehmen müssen, dass das ein sehr guter Nährboden für Bakterien sein kann. Und das sollte man nicht sehenden Auges belassen. Es könnte sein, dass sich daraus eine Entzündung entwickelt bis hin zum Abszess. Und wenn der in die Bauchhöhle sich eröffnet, kann das auch lebensbedrohlich werden. Ein paar Stunden sind vergangen, seit bei der Patientin die Computertomographie durchgeführt wurde. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin erfährt sie gleich das Ergebnis der Untersuchung. Das hier oben ist das Problem. Ja, das hier hinten ist die Wirbelsäule und das hier vorne ist das Problem, um das es geht. Das ist also tatsächlich faustgroß. Sie sehen aber, dass es sehr homogen aussieht, sehr gleichmäßig. Ja. Das große Ding ist in Ihrem Bauch. Ja. Könnte es doch sein, dass das bei der größeren Operation damals, dass da was vergessen wurde? Sieht nicht danach aus, weil ich sehe nichts, dass da vergessen worden wäre. Es gibt ja so Geschichten von Instrumenten, die vergessen werden. Genau. Metallenes Instrument würde man sehen können. Also oder wenn es eine Kompresse wäre. Eine Kompresse hat, wenn sie im OP eingesetzt ist, zwangsläufig immer einen Röntgenkontraststreifen. Man würde also auf jeden Fall irgendwas sehen. Man sieht aber nur eine homogene Raumforderung, wie wir das nennen. Also eine gleichmäßige Raumforderung von der Struktur her. Und auch hier ist es so, wie es im Ultraschall sich auch schon darstellt, dass es eigentlich nicht wirklich bösartig aussieht. Okay. Ne? Weil bestimmte Kriterien dafür sind nicht erfüllt. Ich habe so den Eindruck, dass es ein Bluterguss ist. Ne? Aber kurzum, der Bluterguss, der geht ja weg. Der verschwindet ja. Wenn ich mich irgendwo stoße, dann wird der Wenn er in der Haut ist, wenn er in der Unterhaut ist und sich nicht abkapselt, dann geht er auch weg. Wenn der Körper da dran kann, sozusagen, um den aufzulösen, dann tut er das. Wenn er sich aber abkapselt und mit einer bindegewebigen Kapsel umschließt, dann geht er nicht von alleine weg. Was empfehlen Sie denn jetzt? Deswegen würde ich empfehlen, dass man das nachguckt, dass man eine Bauchspiegelung macht in Narkose, dass man sie quasi operiert, sich das anguckt, ja? Und dann guckt, dass man diesen Bluterguss rauskriegt, um die Situation wieder sauber zu kriegen. Ich würde das halt jetzt machen, wenn Sie schon mal hier sind. Nein. Denken Sie an Ihr Kind. Ja, Ihr Kind braucht Sie. Lieber ein paar Tage länger bei uns. Sie kennen uns alle hier im Team. Oma und Opa sind da. Ich bin da. Der Basti ist gut versorgt. Wir können uns das um ihn kümmern. Wichtig ist, dass es dir besser geht, dass wir erstmal, dass du auch jetzt an dich denkst. Ja. Wenn Sie morgen keinen Rückzieher machen, dann geht das morgen über die Bühne und alles wird gut. Ja, okay. Ja? Dann machen wir das ja. Der Arzt konnte die junge Frau am Ende von der Notwendigkeit des Eingriffs überzeugen. Am nächsten Morgen, als die Patientin schon auf dem Weg in den Einleitungsraum ist, kommen der 31-Jährigen aber erneut starke Zweifel und Ängste. Ich glaube, ich will das doch alles nicht. Frau Gerber, beruhigen Sie sich. Sie kriegen gleich von uns ein bisschen Beruhigungsmittel, schlafen. Ich will das doch nicht. Doch. Hier, wo ist denn der Arzt? Hier, wir sind bei Ihnen. Wir sind, fast die ganze wir sind ja beide hier. Sie haben auch gesagt, ich kann es mir anders überlegen. Ja, können Sie auch. Aber Sie haben noch nicht zu Ende überlegt. Ich habe Ihnen ja gestern gesagt, was wir machen. Wir machen eine Bauchspiegelung. Ne? Wir gucken erst mal rein. Ne? Das sind 2 kleine Schnitte, da geht keine große Gefahr von aus. Ja? Und wenn ich nicht mehr aufhau, dann wird irgendwas passieren. Dann wären Sie die Erste, glaube ich, seit den letzten 20 Jahren, der das passiert. Na, Sie haben ja eine Narkoseärztin dabei, die achtet genau darauf, dass Sie wieder aufwachen. Die macht nichts anderes. Na? Ja, aber das ist mein Job. Ich passe gut auf Sie auf. Dass Sie schön einschlafen und wieder gut aufwachen. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Wenn wir Sie nicht operieren, liegen Sie morgen im Bett und machen sich Sorgen, was Sie im Bauch haben. Ja. Na? Deswegen müssen wir jetzt einmal Augen zu und durch. Diese Patientin war eher ängstlich veranlagt und das ist ein Stück weit ja auch normal. Wenn wir keine Ahnung haben, was mit unserem Körper passieren wird, machen wir uns natürlich Sorgen. Unsere Aufgabe als Ärzte und Schwestern ist es eben, den Patienten diese Sorgen zu nehmen. In manchen Fällen, so hier war es dann auch so, ist es so, dass die Patienten diese Ängste bis mit zum OP tragen, trotz Beruhigungstablette und so weiter. Und das war schon ein bisschen auffällig bei ihr. Ich komme mir vor wie ein Kind, aber ich habe wirklich so einen Schiss einfach. Das ist verständlich. Das hat man auch nicht jeden Tag für eine Narkose. Ja. So, Sie atmen jetzt mal tief ein und aus. Ja. Ganz ruhig tief ein- und ausatmen. Ich kann das sehr gut verstehen, dass die Patienten Angst vor einer Narkose haben, weil sie im Grunde genommen ihre komplette Kontrolle abgeben, sind in der Narkose. Sie atmen selber nicht mehr, das heißt, sie werden von der Maschine beatmet. Und allein dieser Gedanke macht vielen Patienten sehr viel Angst. So, jetzt wird gleich das erste Medikament gespritzt. Das macht so ein bisschen duselig im Kopf, ne? Alles gut, alles wird gut. Wir passen gut auf Sie auf, Frau Gerber. Die OP verläuft ohne Komplikationen. Schon wenige Stunden später ist die Patientin wieder wach und ansprechbar.
Alwin Burger will die junge Frau und ihre Familie über den Verlauf der Operation informieren und die bange Frage nach dem Tumor klären. Wir haben das ja als Bauchspiegelung machen wollen. Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, Sie haben zwei Pflaster auf dem Bauch. Das ist dabei auch geblieben, dass Sie ja keinen richtigen Schnitt machen mussten. Ich würde gerne mal einen Blick auf den Bauch werfen, ob das alles okay ist, sobald die Temperatur gemessen ist. 36,4. Perfekt. Konnten Sie denn jetzt schon irgendwie was herausfinden, um was es sich handelt? Ja, wir haben das angesehen, für gut befunden und rausgemacht. Hm? Mal gucken. Und was war es dann? Was kam dann raus? Also was, Nee. Ja, es schmeckt so. Man merkt das, ne? Ja. Aber ist alles weich, ne? Kann man so lassen. Kein also, Tumor. Kein Tumor. Oh. So, aber immer vorbehaltlich des letzten Ergebnisses der Pathologen. Ne? Aber wir haben ganz eindeutig sehen können, dass das altes Blut war, was da drin ist. Also genauso wie sich im Ultraschall auch abgezeichnet hat, wie es auch im CT aussah, hat sich es auch unter der Operation dargestellt. Das ist halt ordentlich verkapselt gewesen. Ne? Und deswegen hat sich das auch so verfestigt im Laufe der Zeit. Ne? Das ist eine feste Membran drum gewesen. Das war ein bisschen knifflig, das alles rauszumachen. Ne? Hat aber keine Verbindung zur Blase gehabt, die wir irgendwie die problematisch gewesen wäre. Wir haben das davon ablösen können. Die Blase ist so, wie sie vorher auch war, ist alles gut. Ne? Also ich muss sagen, als die OP glücklich verlaufen ist, die Angehörigen davon wussten und ich auch unmittelbar in dem Geschehen mit eingebunden war, da merkt man schon selber, wie einem ein Stein vom Herzen rollt und man konnte sich wirklich herzlich mitfreuen. Weißt du, wann du dich einmal richtig, wo du dich einmal richtig lang gemacht hast, wo das richtig im Bauch, als der Basti, der, als der über den Tisch gekrabbelt, weißt du noch, wie alt war der da noch? Da war der klein, zwei oder drei. Nein, wo das Spielzeug auf dem Tisch. Genau, ja. und da ist unser Sohn, der ist über den Tisch gekrabbelt, ne? Weißt du das noch? Ja, der hat sich schnell gemacht. Ja, ich erinnere mich. Und dann hast du dich da todesmutig, hat sich meine Frau da reingebracht, hat ihn aufgefangen. Ja. Hast du dir nicht total an der Tischkante den Bauch angeguckt? Ja, habe ich, ja. Das habe ich mir nachher angeguckt. Dass du dich daran erinnerst. Ja, weil ich habe ja überlegt, wie kommt so ein dicker blauer Fleck zustande? Stimmt, das davon kann das sein. Nachdem wir durch diese Bauchspiegelung den Bluterguss komplett entfernen konnten, besteht die Weiterbehandlung eigentlich darin, ultraschallmäßig zu kontrollieren, ob es zu einer Nachblutung kommt wieder oder ob der Befund so bereinigt bleibt, wie er bereinigt worden ist. Wir müssen die Wunde kontrollieren, dass sich nichts entzündet. Wir müssen diese Ultraschallkontrollen machen, Laborkontrollen machen. Und damit ist eigentlich alles erledigt und die Patientin sollte als geheilt angesehen werden. Die nachträgliche Untersuchung hat bestätigt, dass es sich bei dem Knoten eindeutig um gutartiges Gewebe handelt. Die Angst vor einer Krebserkrankung war also unbegründet. Die junge Frau konnte die Klinik nach weiteren 4 Tagen verlassen.